5 Minuten Frühstück. Morgens Party Party von Bettina Dina. Ja, hallo, guten Morgen, liebe Herren. Ramen und Bieren. Tee. Kaffee. Oh, warm. Der ist noch warm, Marlies. Ja, den habe ich ja gerade erst gemacht. Ich meinte den Tee. Da habe ich doch extra auch ganz viel gemacht. Der Kaffee ist ja warm. Sag ich jetzt. Ja. Herzlich willkommen an Tag 5.837.586. Sternzeit 3580. Was steht heute an? Was passiert denn heute? Sie geht arbeiten und kommt mit Kindern nach Hause. Ich weiß nicht. Sie weiß nicht. Wegen Anouk musst du dann hier sein, ja? Wegen Anouk muss ich dann hier sein. Wenn sie aber schon vorher da sein sollte, spült. Brauchst du natürlich nicht hier sein. Brauch ich nicht hier sein. Ende des Eintrags. Ah, check mal. Check. Aha. Sterne. Hilfe! So, was machen wir? Ah, ist das grell! Wir checken jetzt erstmal das Netz, was da so geht, und danach. Ja, danach werde ich was einstellen. Wahrscheinlich ins Netz bei eBay oder so. Na, mal gucken, jetzt erstmal ein bisschen Internetarbeit, ganz kurz. Und dann jetzt weiter. So, ich packe mal aus, was ich hier gekauft habe. Jetzt die letzten Tage. Ja, aber die ja eigentlich, schaut mal hier, ich meine, ich habe eine Pappverpackung gekauft. Okay, das ist jetzt nichts Besonderes eigentlich für die meisten. Es ist halt eine alte Packung, ne? Und von Spindler, das ist eine chemische Waschanstalt, also hier war vermutlich entweder was neu gefärbtes drin oder was gewaschenes drin, wurde denn hier eingepackt und wieder ausgeliefert. Das ist eine olle Pappschachtel, da habe ich 1 Euro für bezahlt, also 1 Euro, das geht, ne? Das ist ja nichts. Dann habe ich hier diese Kladde geholt, in der man einen Notizblock festklemmen kann. Die wurde damals als erster Preis im Frühlingshunderennen vergeben, als Trophäe. Zweite Weststernberger Bauerntag in Reppen 1923. Fand ich schön. Also das war selten auf alle Fälle. Und für Hundefans, ja, da ist das ist schon was. Für den Schreibtisch kannst du den Notizblock reinklemmen. Fantastisch. Da habe ich, glaube ich, 10 Euro. 10 Euro habe ich dafür bezahlt. Genau. 10 Euro. 10 Euro ist auch toppi. Tippi toppi. Denn diese Vase hier, wie gesagt, habe ich gestern euch ja schon gezeigt, ja, von C. Scherzer. Jugendstil. Schöne bemalte Jugendstilvase. Handbemalt. Da habe ich bezahlt auch 10 Euro. Und dann diese super außergewöhnliche Fernglas-Etui, mehr oder weniger. Ja, es war sogar ein Fernglas mit drin. Das habe ich dann auch. Also. Das lag daneben, das habe ich dann auch mitgenommen. Eigentlich fand ich aber eben dieses Etui, diese Tasche, die dazu gebaut wurde, gemacht wurde, vielleicht sogar selbst angefertigt wurde, fand ich viel interessanter als natürlich das Fernglas, weil diese Operngläser, Ferngläser, Damenferngläser, die gibt es ab und zu mal, aber eben so eine Tasche hier mit richtig schön gestaltet, mit dem Verschluss hier oben, fand ich toll. Wir können ja mal reingucken, kannst das Fernglas auch mal angucken. Wo haben wir denn? Ich mach mal auf, muss man hier drücken, zieht das auseinander. Da befindet sich hier drin eben diese kleine, tatsächlich die ganz normale Theaterglas-Fernglas-Tasche. Macht mal hier die Klappe auf. Und holt das Glas raus. Ja, also wie gesagt, das ist nichts Besonderes. Im Deckel steht OH
Meda in Leipzig. Wenn man das hier hin, so halb, sehr dunkel hier. Oha, Meda in Leipzig. Viel interessanter, wie gesagt, fand ich diese Taschenkonstruktion. Und das Glas ist auch von Meda, Oha Meda in Leipzig. Natürlich schön. Ja. Die Belederung ist leicht geschrumpft schon, das hat man ab und zu. Wenn die dann so stark austrocknen oder so, dann schrumpft das Leder und dann fällt es halt irgendwann ab. Tatsächlich. Ja, so sieht's aus. Ich habe mich nicht in Unkosten gestürzt, schau mal. Aber schön ist es doch. Es sind ja vier Kleinigkeiten, vier kleine Geschichten. Ach, stimmt ja gar nicht, da war ja noch eine große Sache. Nämlich diese wunderschöne Art-Deko-Lampe. Ich habe den Fuß noch nie gezeigt, aber hier, Fuß. Dann liegt das hoch. Mit dem Bakelitschalter. Das ist wirklich ein schönes Stück. Das ist auch wahrscheinlich das Beste in dieser Woche. Ja, da bin ich natürlich glücklich, wenn ich mal so was finde, weil so was findet bestimmt sein Liebhaber. Wie gesagt, die läuft noch nicht. Da muss noch ein neues Kabel rein, auf alle Fälle, weil das Kabel so würde ich es auch nicht betreiben wollen. Wer weiß, wo das aneckt und dann fasst du hier an und bist hier unter Strom. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, also habe ich ausgegeben, sind 56 Euro. Laut Summerblitz. Und 56 Euro, die ganzen Sachen. Mal gucken, wie viel wir da rausholen können. Wenn ich jetzt wirklich alle Sachen einstelle, verkaufe, dann schauen wir doch mal, wie viel dabei rauskommt. Also Investition, 56 Euro für alles. Bin sehr gespannt. Dann drückt mir mal schön die Daumen. Aus 56 Euro machen wir. Ja, ich repariere jetzt, versuche die Lampe zu reparieren. Das mache ich jetzt noch schnell, weil ansonsten kriegen wir heute die Zeit nicht voll für ein vernünftiges Video. Die funktioniert ja nicht. Mitkommen. Und ich weiß ja nicht, woran das liegt. Das werde ich jetzt untersuchen. Meine Frau quatscht, telefoniert. Ich habe sonst nichts zu tun. Ich habe ja nichts zu machen hier in der Wohnung. Muss mal ein bisschen schnacken. Und wenn die Lampe dann funktioniert, dann werde ich ihr genau voll anschalten und voll ins Gesicht strahlen. So. Alles, was du jetzt sagst, wird aufgezeichnet. Ich habe alles gemacht, was die wollten. Und ich habe denen auch Geld abgegeben. Also, was war meine Aufgabe? Ich habe die. Weißt du, jetzt morgens frage ich mich echt, wie bescheuert ich war. Wie ja? war ich eigentlich? Weil ich habe die geweckt für die Arbeit. Also, zuerst mal putze ich die ein bisschen. Beim Fuß. Oh, der sieht ja schlimm aus. Nein, ist es nicht. Ja, das ist ja schon lange her. Wie kann man nur so sein, ey? Tommy ist auch Ich finde das furchtbar. Er meinte, dass ich die immer noch reinlasse. Naja, egal. Okay, ich baue jetzt hier dieses alte Kabel erstmal ab. So, hier sieht man auch, warum es kaputt ist. Na, weil hier, die ist so brüchig, die Ja, Ummantelung. aber kannst du mal sehen, wie verwöhnt die Leute denn auch sind? Weißt du, hier gibt es Das immer kann die man denn. großen und schönsten Sachen und gekocht und sowas, ja. Diesmal habe Das ich kann es man nicht denn gemacht. Das war richtig natürlich so. so nicht lassen. Das Aber muss man ich habe richtig die Nase ausbauen. gehört, die ist was besser. Das muss aus, weg, oben, Fassung raus. Letztens mal zu Das mir mache ich jetzt. gesagt, die hat doch zeitweise da Das heißt bei dieser einen abknipsen. Frau mal auf die Kinder aufgepasst, ne? Und dann hat sie so Sachen gesagt, ne? Musst du rausschneiden. Nee. So. So. Naja, ja, ansonsten. Ja. Ja, morgen sind wir bei Kinder. Das freue ich mich irgendwie auch drauf, weil die haben Spanferkel und Das? die gekauft Boah, ist haben. super ziemlich verarbeitet, so richtig gut. Ja, und haben die freigehabt, ne? Ja, das ist schön. Ja, Tina macht ja sonst nie was zu ihren Geburtstagen. Wow. Das ist das erste Mal. Tippitoppi.
Nee, weiß ich. Die machen sich dann, oh, das, die tun, haben dann so Mitleid. Ich mir denke, ey, aber das war doch schon immer so. Und ich habe auch ganz also eigene Sachen. Kann ich mich nicht erinnern. Stimmt. Eieiei. Naja, hier, da ist nichts mehr zu löten. Das kann man natürlich so lassen. Lotus oder so, aber was, ja, der Junge hatte was anderes und aber da habe ich ehrlich gesagt, also nicht. So, jetzt nehme ich den Schalter hier raus. Ich weiß es nicht. Das habe ich aber auch schon oft gesehen. Einmal komplett zerlegen. Ich weiß das nicht. Das sieht auch immer schlechter aus. Ja klar, das passt nicht zusammen. Wunderschöne Lampe. Auf alle Fälle. Nee, das ist Doch. richtig schön. Es ist eine wunderschöne Lampe. Haben die ein neues? Ach so, doch, ja, das haben wir jetzt seit einem Jahr oder so. Ja, ich bin so selten. Gott, ey, ist das ein Gewürge. Ja, ich wollte dich schon viel öfter besuchen kommen, aber dann es dauert irgendjemand krank. Ich war dann Anfang des Jahres gleich so doll krank und ich bin dann heute ja auch noch arbeiten gegangen, weil es war keiner auf Arbeit und der Arzt hat zu mir gesagt, naja, Sie müssen krank geschrieben werden. Ich so, ich kann nicht, ich muss arbeiten gehen. Hat er sich das extra noch notiert, dass ich auf meine Ver Ja, und ich hab dann auch einen Arzttermin mit den Kindern, weißt du, dann nicht zur Arbeit, Kita, muss kochen, So. putzen. Und dann sind wir halt alle dauernd Nächste Teil irgendwie ist raus. krank und das will ich dir ja auch nicht anschleppen, weil Schaut sich euch mal an, wie einer das auf jeden aussieht. Ich Fall meine, sowas kann eine man natürlich ausstrahlt. nicht da Ich drin kriege lassen. Angina, das ist voll Sowas, ja. ansteckend. Das geht Und nicht. jetzt ist es ein bisschen, ich habe sie gefragt, sie meinte, es ist viel besser geworden. Keine Ahnung. Ich habe noch in der Schule den. Und sie hat trotzdem Sport mitgemacht. Mit ihrem kaputten Knie. Wir machen nur Rollen, hat sie mir denn erzählt. Ein ordentliches Mädchen. Nicht so ein Weichpuffer. Die orientiert sich ja sehr an ihren Schwestern und die braucht sowas Vertrautes. Ja, sie ist so unglücklich in der Kita, Papa, das kannst du dir nicht vorstellen. Es tut mir so leid. Die sitzt da, wenn ich die morgens abgehe, die sitzt wie ein Schluck Wasser da, guckt nur auf den Boden, sagt keinen Ton, die redet dann auf einmal auch nicht mehr. Und dann erzähle ich noch zu Tommy, dass die ist so unglücklich. Sie hasst die jetzt, also die mit den Erziehern, sie mag das nicht, diesen Kontakt und mit den Kindern, das ist ihr zu viel. Und ich kann sie aber zu Hause nicht verstecken. Dann ist sowas und fühlt sich noch schlechter, Zeug. So, es ist keine Hilfe, nichts. Es muss ja ab. Das Kabel ist eh, es ist im Arsch. Also knipsen wir das Die ist Kabel so erstmal ab. schlecht, natürlich. Also die ist so schlau, so intelligent, die weil die am Denken. Hat er auch sehr gelacht drüber. Oh, Gott sei Dank, es hat geklappt. Gott sei Dank, es hat geklappt, ey. Gott sei Dank. Aufschrauben. Ich habe jetzt das Ende hier aufgeschraubt, Zum richtig Arzt, fest, zum und dann Einschlafen konnte ich ist das ja auch lösen. ganz So, jetzt komme ich jetzt normal. an den Schalter ran. Das ist echt Ansonsten ungewöhnlich, ne? hätte ich Wenn du keine dann Chance abends gehabt, da nach jemals Hause ranzukommen. kommst, Jetzt nehme ich den Schalter ist raus ja und kann nur ihn neu ein verkabeln. Kabel. Gott sei Dank. Sie hat ihre Trinkflasche ausgekippt, das ganze Bett war nass, ja. So, weiter Habe ich erst geht's. im Schlaf gemerkt, ne? Und dann habe ich sie halt ausgezogen, so nur noch bis auf die Windel, weil alles nass war. Und dann saß so ein kleines, nacktes Mädchen neben mir. Das süß, nein, ich war nicht ganz nackt, aber mit Windel halt nur. Und das war so niedlich, so zerbrechlich. Schöner Schalter. Gucken, ob wir irgendwo einen Hersteller finden. C und B ist der Hersteller. Berger. Von dem Schalter zumindest. Aber eine Datumstempelung finden wir nirgendwo. In Aufnahmen gehabt, damit ihr So, jetzt gekommen hole ich ein neues Kabel aus dem Keller. Mit und das lieb gehabt und kann man sauber nur noch gemacht. knicken. Oh, hier finde ich überhaupt kein Kabel. Es ist zum Kotzen. Ich habe alle Tiere, aber ich weiß nicht wo. Egal. Ich hol's mir woanders. Ich nehme einen Kaltgerätestecker. Tada! Den nehme ich.
Der ist frisch, der ist lang genug. Und er entspricht den neuen Prüfnormen. Da sind wir wieder. Na, die Quatschtasche ist weg. Die Labertasche. Jetzt werde ich dieses Kabel hier oben, diesen Stecker abschneiden. Darum ist das nicht schade. Ab ist es. Ja, natürlich auch noch. Weil das obere Ende kommt natürlich hier in die Fassung wieder rein. Das machen wir als erstes. Abisoliert haben wir. Aufpassen, dass man die Litze hier nicht verletzt an den Adern. Ja. Den braucht man nicht. Weil es ja altes System. Obwohl ich gesehen habe, er einen Erdungsanschluss hat. Dann können wir natürlich auch mit anschließen. Fällt mir ein. Ne? Hier diese kleine Ding war tatsächlich schon für Schuko-Stecker. Die musste damals dann auch schon jedem haben die Möglichkeit, dort was anzuschließen. Das machen wir jetzt auch. So, dann werden die hier noch isoliert. So sieht das dann aus. Jetzt schließe ich an. Wird durchgeschoben. Ich stelle euch mal hier ab. So, dann kann ich nämlich auf vernünftiger Höhe arbeiten. Jetzt löse ich die Schraube hier oder öffne diese Schraube ein wenig. Stecke die Erdung hier rein und schließe an. Die zwei Kabel schließe ich hier an. Dann richtig festmachen, das darf man nicht vergessen. Man muss auch nicht übertreiben, aber es sollte schon richtig fest sein. So, jetzt kann man das darf man das hier rein in Form bringen. So weit, so gut. Was machen wir jetzt als nächstes? Ah, alle rückwärts. Ich habe doch keine Ahnung. So, jetzt müssen wir dieses Teil hier wieder reinschrauben. Jetzt müssen wir ungefähr die Länge. Jetzt müssen wir. Das Teil muss hier eingeschlitzt werden. So, jetzt haben wir es eingeschlitzt. Hier, ohne die Litze zu verletzen. Jetzt wird das Stück entnommen. So, haben wir ab. Na endlich. So, jetzt führen wir erstmal alle zusammen hier wieder. Ne? Also das mit dem. Ah, den Stecker kann ich gar nicht zerlegen. Habe ich einen Fehler gemacht? Also, wenn man den Stecker natürlich nicht zerlegen kann, fädelt man natürlich erstmal von unten ein. Ah, den Teig vergessen. Aber das ist nicht schlimm. Das mache ich jetzt. Ja, ja, ja. Ach Mensch, ich habe das doch schon so lange nicht mehr gemacht. Ach ja. Also auf 1. Auf 2. Auf 3. Zerlegt ist es ja immer schnell. Zusammengebaut ist es immer langsam. Das habe ich so nicht berechnet. Aber habt ihr gesehen, das ging jetzt wirklich zügig. Hoffen wir nur, dass ich es jetzt noch so durchkriege, weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich führe ein. Ganz unten beginnen wir. Wie immer beginnt man unten und arbeitet sich dann hoch. Nämlich an dieser Stelle hier. Also durch. Da. Ja. Also auch nichts Besonderes. Einfach durchschieben. Das geht bei Kronleuchtern wesentlich schwerer. Und schon mal hier oben. Jetzt können wir anfangen. So, jetzt wollen wir uns überlegen, wie ist jetzt die Reihenfolge. Jetzt müssen wir quasi rückwärts bauen. Na, das ist ja kein Problem. Der Schalter sitzt hier unten drin, in dem unteren Teil. Also ist das quasi das nächste Teil, welches wir anbauen. Ja, dieses Teil wird dann aufgeschraubt, inklusive Schalter. Zuerst allerdings müssen wir das Kabel hier trennen. Zack. Das machen wir mal schnell. Möglichst mittig. Nicht zu weit abisolieren, weil bei dem Schalter kommt es natürlich drauf an.
dass die Kabel nicht, wenn sie zu lang abisoliert sind, dann kommen die schon aneinander und bilden so schon Kontakt. Das sollte man natürlich vermeiden. Das muss man hier tatsächlich relativ kurz abisolieren, was man normalerweise ja nicht macht. Normalerweise macht man lieber etwas länger. Ist ja auch das erste Mal für mich bei der Lampe hier. Ich sehe die Lampe anders. Dann mache ich die eine Seite den Kontakt rein und schraube ihn fest. Wird jetzt schlauer, weiß ich nicht, müssen wir sehen. Schieben den Stecker hier rein, den Schalter hier rein und fixieren ihn wieder mit Hilfe dieser Schrauben. Originalschrauben. Schön, dass sie noch erhalten sind. So. Nein. Ich habe zu tun. Jetzt schraube ich das hier auf wieder. Ja. Ja, Müll ist hier, neben dir gleich. Oh, jetzt ist das aber kurz. Oh, wird das jetzt hier noch hinkriegen? Mann. Bau die Lampe ganz. Ich mache die Lampe ganz. Die Lampe. Achso. Also ich hoffe, das reicht jetzt. Ich meine, ich habe es echt knapp gemacht. Das ist unglaublich, dass das so knapp ist. Wieso? Bist du aufgeregt? Jetzt schraube ich den Sockel wieder rein erstmal. Und dann ist diese Fixierschraube hier drin. Wieder festschrauben, die Fixierschraube, das ist ganz wichtig. So, haben wir. Jetzt. Die Erdung da unten anschließen, auch da drin. Da kommt man ja nicht drin, das ist ganz schlimm, da sieht man auch fast ja nicht drin. Probiere ich jetzt auch mal mit Hilfe einer Zange, weil immer eine spitzere Zange. Die Erdungskörper. Es wird gehalten und geschraubt. Ein Kabel fest und drei, fantastisch. Ich stelle mich noch ein bisschen braun an heute, aber so ist es halt manchmal. Aua, gleich in die Augen geschossen. Dass die Lampe funktioniert. So, jetzt die letzten beiden Kabel. Überall Teppichs an den Füßen. Ja, das war jetzt Kari. Hat ja Profischen gespielt. Jetzt die letzten beiden Kabel für die Fassung. Wie erotisch. Ach, ich muss da ran. Hier ist die Fassung. Da kommen die zwei Kabel rein und das reicht die Länge. Gott sei Dank. Ich habe schon echt Angst gehabt. Das Problem ist, viel länger kann man die Kabel fast gar nicht lassen, weil die müssen ja dann am Ende, wenn man die jetzt hier so lange rausstehen lässt und bequem anschließen kann, muss man die am Ende ja irgendwie in diese Fassung da unten mit reinarbeiten. Und das wird schwierig. Do it yourself.
Oh, leave it for an expert. Aber schon als Kind immer alle Diane auseinandergenommen und dann nicht mehr zusammenbekommen. Genauso geht es mir heute manchmal immer noch. Bloß nur so, tatsächlich, liebe Eltern da draußen, lernen Kinder zu verstehen, wie etwas funktioniert. Und wenn man sie nie lässt, irgendwas auseinandernehmen, immer sagt, nein, deswegen, jo, das muss man so machen, ist gar nicht so gut. Lass sie auch mal selber machen. Weil dadurch lernen sie viel mehr. So, jetzt muss ich eben dieses lange Ding, das ist jetzt doch recht lang noch, so eindrehen. Und da unten rein. Haben wir. Jetzt kommt das Teil da oben rauf. Alles ein bisschen knifflig, weil man ja gar nicht richtig um die Fassung rumfassen kann. So, man muss das alles tatsächlich ein bisschen halb geil machen, muss ich mal sagen. Gefällt mir ja nicht so. Und das ist auch recht scharfkantig tatsächlich. So. Ich hoffe, es ist gut so. Jetzt. Das kommt dann hier rauf, aber erst nachdem die Tröte drauf ist. Jetzt kommen wir echt dem Ende nahe. Ich bin total begeistert. Ich bin fasziniert fast schon. Ich bin erregt. Tröte. Also wie gesagt, leider keinen Hersteller zu finden. Jetzt kommt das Teil. Ich glaube, es ist durch. Wir werden gleich sehen, ob es trotzdem funktioniert. Der Reflektor kommt rein und die 1000 Watt Lampe oder was auch immer das hier ist, ist ja Wahnsinn, ey. Osram 200 Watt. Osram 200 Watt, damals konnte man sich das vielleicht noch leisten. Also, es ist fertig zusammengebaut. Ich schau mal nach 34 Minuten jetzt im zweiten Teil und wer weiß, wie lange noch im ersten Teil. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Bin hier gespannt wie ein Flitzer. Licht aus. Haha. Spot an. Ja, 200 Watt sind 200 Watt. Tada. Was für eine saubere Schaltung. Funktioniert. Ich bin begeistert. So, die Bilder sehen toll aus in dem Licht. Es ist 200 Watt natürliches Licht. Man sieht die Spinnweben auch ganz doll hier überall und den Staub. Wir machen schnell wieder aus. Ich mag eher so leichte Beleuchtung. Funktioniert. So, das war's, Mensch. Leute, also neues Kabel reingezogen haben wir. Und es funktioniert. Und für 20 Euro. Plus, das Kabel hat mich gekostet vielleicht irgendwann mal 1 Euro. Fertig! Jetzt können wir quatschen. Also, wir sehen uns morgen auf alle Fälle. Er zeigt das Video voll gemacht für heute. Wir sehen uns morgen. Mal gucken, was morgen ansteht. Was steht denn morgen an? Tinas Geburtstag. Spanferkel essen. Ja, wenn er fleißig abonniert, dann kriegt er auch in Zukunft immer weiter nützliche Tipps. Zum Beispiel, wie schließe ich eine Lampe an? Wie restauriere ich eine antike Lampe quasi? Ja, oder wie wird sie neu elektrifiziert? Wie auch immer man das Video dann nennen mag. So eine Sachen kann ich euch alle dann gerne auch zeigen und präsentieren. Werde ich euch auch so präsentieren, aber dann wisst ihr halt genau Bescheid. Oh, jetzt, das interessiert mich. Das wäre toll. Sagt's weiter, wenn es jemanden interessieren könnte. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.